Wir waren auf einem großen Gut, etwa 50 Kilometer von unserem Dorf entfernt, lebten da in den Scheunen, hatten da die Pferde abgestellt und die Wagen und haben uns dann im Gut so einigermaßen versorgt. Und dann hieß es plötzlich also, nun kommen die Russen doch wieder näher, jetzt müssen wir weiter. Und dann war ein überstürzter Aufbruch an einem Morgen, also alles wieder auf die Wagen und los. Dann, was mich sehr beeindruckt hat, eine Nacht auf einem Feld. Etwa 500 Wagen, Flüchtlingswagen auf einem Feld. Es brannten kleine Feuer, die mussten ganz niedrig brennen, damit das nicht irgendwelche feindlichen Flugzeuge oder was anlockte. Und dann am frühen Morgen Schießerei, Kanonendonner und rette sich, wer kann, alles auf die Straße. Ne? Diese Vielzahl von Wagen, die versuchten auf die Straßen zu kommen und brachen natürlich Räder und Deichseln dabei. Und wir kamen auf die Straße und kamen dann zu einem Städtchen, das hieß Landsberg. Vor der Stadt war ein großer Wegweiser. Der eine ging nach Nordwest, der andere ging in die Stadt hinein. Und es hatte sich das Gerücht verbreitet, in dieser Stadt sei ein großes Heeresverpflegungslager, gerade in Auflösung begriffen. Und jedermann könne sich da Schnaps und Kekse und Bonbons holen, so viel er wolle. Dieses Gerücht war anscheinend auch bis zu uns gedrungen. Und ich werfe es mir heute noch vor, dass ich meine Eltern bedrängte, doch in die Stadt zu fahren, um an diesem Segen teilzunehmen und nicht rechts abzubiegen den anderen Weg. Dieser Weg in die Stadt war nämlich das Verhängnis nachher. Es gab dieses Lager und es haben sich auch viele da bedient. Aber eine Stunde später erfolgte dann der Angriff auf diese Stadt. Es kamen von allen Seiten die russischen Soldaten und stürmten diese Stadt. Und wir saßen mittendrin und versuchten dann noch über die Felder mit Pferd und Wagen durch die Gärten hinten rauszukommen. Aber da war dann zu dieser Chaussee, die wir eigentlich hätten fahren müssen. Aber das gelang dann nicht, wir hätten da durch einen tiefen Graben müssen. Außerdem kamen nun auch schon, die Soldaten, die Stadt eingenommen hatten, auf uns zu. Und wir blieben also 50 Meter vor der Straße praktisch auf dem Feld stehen. An den Pferden lief Blut von den Schenkeln runter, die waren getroffen worden von irgendwelchen Kugeln. Uns war nichts passiert, aber die Pferde waren verwundet und dann kamen die Russen also zu uns. Es waren noch mehrere Wagen, wir waren nicht alleine, da auf diesen Acker. Und jeder rechnet natürlich mit dem Schlimmsten. Mein Vater hatte das Parteiabzeichen hier und eine Pistole in der Jackentasche. Das reichte aus, um 7-mal erschossen zu werden auf der Stelle. Aber wie der Zufall das will, es kam also ein junger Offizier zu unserem Wagen zu. Meine Mutter hatte hinten im Wagen eine halbe Flasche Rum. Das war der Friedensrum für den Endsieg, gehortet 5 Jahre. Die reichte sie runter. Die Bilder sehe ich also noch lebhaft vor meinem Auge, dem Soldaten. Und er sah sich den Rum anstecken in die Tasche. Dann nahm er meinem Vater dieses Abzeichen ab, schaute es sich belustigend an, steckte es auch in die Tasche und fragte ihn, ob er Waffen hätte. Und nahm mein Vater die Pistole, gab sie ihm, er warf sie im hohen Bogen in den Schnee. Und damit war die Geschichte zu Ende. Es mussten dann alle Deutschen runter von den Wagen in den Ort rein. Alles sammelte sich in einem großen Gebäude, das eine Meierei war, wie sich nachher herausstellte. Und wir hatten gedacht, naja, morgen gehen wir wieder zu dem Pferd und Wagen und fahren dann zurück oder irgendwas. Nicht? Aber das morgens fand nicht statt, denn Pferd und Wagen gab es dann nicht mehr. Die waren also, das war alles, der ganze Acker lag mit Kleidungsstücken übersät und die Wagen waren zusammengebrochen, die Pferde anscheinend abgeführt oder was. Und es begann nun auch ein deutscher Gegenangriff auf diese Stadt.
Und da schickte man uns also nun raus und wir sollten also nun zu Fuß wieder zurück nach Osten. Das war also die erste Nacht da mit der Roten Armee. In dieser Meierei in Landsberg, da habe ich natürlich alles das erlebt, was typisch war natürlich für die Flucht. Auch die Vergewaltigungen, die nicht direkt vor meinen Augen, aber so hinter einer kleinen Tür stattfanden. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Erlebnis mit einem alten russischen Soldaten gehabt, der mich auf den Arm nahm, mir Lieder vorgesungen hat und mir Bonbons gegeben hat. Das spielte sich gleichzeitig ab. Auf der anderen Seite schreiende Frauen und hier also dieser fröhliche russische Soldat. Und auf der Tür draußen lag ein junger deutscher Soldat tot, der also beim Eingriff, der hing da so an der Treppe runter. Das war also dieser erste Tag mit der Roten Armee.